Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Das Venofon, ein Videotelefon für Senioren bei den 21. Kieler Open Source und Linux Tagen. Der Vortrag heute wird inhaltlich etwas anders als letztes Jahr. Wir werden uns heute nicht nur den aktuellen Entwicklungsstand anschauen, sondern erstmal schauen, was die kommerzielle Konkurrenz so macht, woran sie gescheitert ist bzw. woran sie wahrscheinlich scheitern wird. Wer etwas mehr Historie und Hintergründe zum Venofon sehen möchte, dem empfehle ich im Nachgang, die Aufzeichnungen meiner früheren Vorträge anzuschauen. Die findet ihr unter diesem Link hier auf der Eventseite im Venofon-Wiki. Auch die Folien des heutigen Vortrags werden dort im Laufe des Tages verlinkt werden. Und Link und QR-Code kommen auch auf der Schlussfolie nochmal. Ihr braucht also jetzt nicht hektisch das Handy zücken. Ja, wer hat es erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern meine Wenigkeit, Stefan Bauer. Eigentlich bin ich der Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauer ITCS UG Haftungsbeschränkt. Außerdem habe ich noch ein Open-Source-Projekt namens X2Go an der Backe, in welchem ich gleich mehrere Funktionen ausübe. Dann bin ich auch noch der erste Vorsitzende der Open Remote Computing Association, einem eingetragenen gemeinnützigen Verein. Und nebenbei schreibe ich auch noch Artikel für Heise Online, CT, das deutsche Make Magazine und seit neuestem auch für die Südwestpresse. Und jetzt fange ich auch noch an, ein Videotelefon zu bauen. Da könnte man echt meinen, mir ist langweilig. Zwei Hinweise vorab. Erstens, ihr seht schon in der Kopfzeile, das Venofon ist ein eingetragenes Gebrauchsmuster und steht parallel dazu unter einer CC BY NCSA Lizenz. Das heißt, nicht kommerzieller Nachbau ist erlaubt und sogar erwünscht. Aber wer es zu Geld machen versucht, ohne meine Erlaubnis zu haben, der bekommt rechtlichen Ärger. Zweitens, es gibt dieses Jahr bei den Kieler Open Source und Linux Tagen leider keinen Vortrag zu meinem anderen Projekt, X2Go. Die Zeit war einfach zu knapp dafür. In zwei Wochen in Dornbirn beim Linux Day AT, da gibt es dafür ein X2Go, aber keinen Venofon-Vortrag. Also, fangen wir an. Videotelefonie für Senioren. Da gibt es doch bestimmt schon was von Ratiofarm. Naja, nicht von Ratiofarm. Aber es gibt FaceTime, WhatsApp, Signal, Telegram und wie sie alle heißen. Haben alle bloß einen Schönheitsfehler. Man braucht ein Smartphone bzw. ein Tablet und oder einen Computer dazu. So, und jetzt mal ernsthaft. Wem von euch reicht das, um die ältere Verwandtschaft mit Videotelefonie zu versorgen? Ich glaube, ihr werdet jetzt nicht hier in diesem Vortrag, wenn euch das reichen würde. Ja, die erste Frage, die man sich dann so stellt, ist, warum nimmt man kein Fertiggerät? Ja, richtige Voice-over-IP-Videotelefone, die kosten auch gebraucht meist noch mehr als 250 Euro. Und viele setzen noch irgendeine proprietäre Verwaltungsinfrastruktur voraus. Noch dazu haben sie viele Tasten und sehen fürchterlich kompliziert aus. Diese Gerätekategorie, die könnte man also den Seniorenschreck nennen. Als ich im November 2020 angefangen habe, das Venofon zu entwickeln, da habe ich mich natürlich umgeschaut, was gibt es denn schon auf dem Markt? Und damals gab es nur ein System, welches ansatzweise die gesuchten Features hatte, seniorentauglich war etc. Und dessen Entwickler haben allerdings auf ein Android-Smartphone und auf WhatsApp gesetzt und wollten die Bedienung mittels so RFID-Token-Karten vereinfachen. Den Ansatz sah ich, vor allem bei dem Preismodell, was die vorgestellt hatten, als von vornherein zum Scheitern verurteilt an. Das Ding war nämlich viel zu billig für den Aufwand, den man treiben muss. Ja, und irgendwann zu Oktober 21, Januar 22 kam es dann auch so. Zu wenig Nachfrage, Supportaufwand nicht leistbar, Produkt eingestellt, Elektroschrott nach nicht mal 2 Jahren am Markt. Ein ähnliches Konzept mit RFID-Karten gibt es seit November 22, also 2 Jahre später, auch von einem anderen Anbieter. Der hat dieses Problem, diese WhatsApp-Update-Pop-Ups und Android-Update-Pop-Ups nicht unter Kontrolle zu bekommen, gelöst, indem er eine eigene Videotelefonie-App entwickelt hat, dass er nur noch das Android dazwischen pushen kann. Oder iOS, er bietet es alternativ auf Apple-Tablets an. Hardware ist aber auch hier ein herkömmliches Tablet, wo eben Android oder iOS drauf läuft. Und auch hier halte ich bei dem Anbieter das Preismodell für nicht dauerhaft tragbar. Er hat allerdings im Gegensatz zum anderen Unternehmen massiv Geld von Investoren bekommen. Wir reden hier von einem 7-stelligen Euro-Betrag. Ich vermute, der setzt einfach darauf, dass er mit diesem Geld den Verkauf bzw. die Miete der Geräte erstmal subventionieren kann und sich über diesen Dumpingpreis in den Markt drücken kann und dann halt später die Preise hochdreht. Oder er hat halt massiv überschätzt, wie hoch der Bedarf ist und hat es zu billig angeboten. Wie gesagt, er wird meiner Meinung nach in der Folge
später die Preise massiv erhöhen müssen oder es knallt halt auch irgendwann und der Laden bricht zusammen. Okay, kann natürlich auch sein, er findet noch ein weiteres Mal Investoren. Das Spiel geht noch mal ein paar Jahre länger. Aber für mich sieht es nach der klassischen, lass uns mal Investorengelder verbrennen, Nummer aus. Und um mal eine grobe Hausnummer zu nennen, beide Anbieter haben mit hatten Preismodelle, die mit normalen Handyverträgen vergleichbar sind. Handys sind Massengeschäft. Da muss ich nichts oder zumindest nicht viel anpassen. Entsprechend kann ich da mit günstigen Preisen trotzdem auf eine vernünftige Marge kommen. Wir haben hier aber eine relativ kleine Zielgruppe und einen hohen Anpassungsaufwand. Und entsprechend ist es auf kommerzieller Ebene nicht zu günstigem Preis und gleichzeitig wirtschaftlich machbar. Das hat, denke ich, auch der dritte Anbieter erkannt, der mit seinem Produkt noch nicht offiziell am Markt ist. Der nennt daher auch noch keine Preise. Meiner Meinung nach macht er es einerseits technisch besser als die vorgenannten, weil er eben nicht versucht, Smartphone- oder Tablet-Hardware, die man alle paar Jahre ersetzen muss, wenn man keine Updates mehr bekommt, auf Biegen und Brechen zu einem Videotelefon zu machen. Andererseits ist es eben auch wieder eine komplett proprietäre Lösung mit eigener App, die dazu jetzt schon Ansätze von Featuritis zeigt, indem versucht wird, Funktionen einzubauen, die nichts mit Videotelefonie gemeinsam haben, wie zum Beispiel Terminerinnerungen, Notruffunktion, Videoüberwachung etc. Das ist meiner Meinung nach zu nah am von unserer Zielgruppe als zu kompliziert wahrgenommenen Smartphone. Was nicht heißen soll, dass man das nicht zum Teil auch bei dem Grenophone nachrüsten könnte, aber man muss die Nutzer schrittweise an sowas ranführen und nicht gleich mit Funktionen erschlagen. Und das Thema Videoüberwachung von Wohnräumen ist eh ganz heikel. Selbst wenn der Benutzer noch geistig in der Lage ist, sein Einverständnis dazu zu geben, muss dann ein entsprechendes Warnschild an die Haustür für die Besucher und so weiter und so fort. Das Fass will man also eigentlich gar nicht aufmachen. Deswegen ist übrigens beim Grenophone die Kamera immer abgedeckt, wenn der Hörer aufgelegt ist. Zusammenfassend kann man sagen, Videotelefonie für mit Smartphone, Tablet, PC überforderte Senioren ist und bleibt eine Nische. Nischenprodukte sind nie billig, können nie billig sein, weil es keinen Skaleneffekt gibt wie bei der Massenware. Und es gibt daher kein tragfähiges Geschäftsmodell für den kommerziellen Vertrieb. Denn entweder ist man zu teuer für den Großteil der anvisierten und eh schon kleinen Nutzergruppe oder die Marge ist zu gering, um genug Gewinn zu machen und den Support und die Weiterentwicklung finanzieren zu können. Deswegen setze ich beim Grenophone von Beginn an auf den anfängerfreundlichen Selbstbau aus günstigen, nachhaltigen, möglichst generischen Komponenten, auf offene und verbreitete Standards, auf offene Protokolle und eben auf die Community statt auf Commerce. Anfängerfreundlichkeit heißt, Selbstbau ist auch für totale Anfänger am Küchentisch mit der Laubsäge möglich. Man muss nicht löten, man braucht keine Werkstatt, man braucht keinen Hobbyraum, man braucht keinen Bastelkeller. Man braucht auch kein teures Spezialwerkzeug. Man hat grob 100 Euro Werkzeugkosten einmalig in der Anschaffung, wenn man noch gar nichts davon daheim hat, nicht mal einen passenden Schraubendreher. 100 Euro, nicht mehr. Günstige und nachhaltige Komponenten heißt zum Beispiel das Gehäuse aus Sperrholz zu bauen. Die Platten bekommt man in jedem Baumarkt. Die Verwendung von Singleboard-Computern wie einem Raspberry Pi mit Linux, das hält eben auch deutlich länger als ein Tablet mit Android. Ihr seht hier übrigens im Bild gerade, dass diese Kanten der Sperrholzplatten glatt und etwas gebräunt sind. Zugegeben, ja, fürs Prototyping benutze ich seit Anfang des Jahres einen Lasercutter, weil man damit einfach schneller zu Ergebnissen kommt, wenn man neue Versionen entwickelt. Die Pläne sind aber nach wie vor darauf ausgelegt, dass man alles von Hand mit der Laubsäge fertigen kann und das bleibt auch so. Zum Thema Verwendung generischer Komponenten. Wir brauchen auch viele alternative Designs, wenn halt irgendwelche Bauteile gerade nicht verfügbar sein sollten. Hier sieht man mal am Beispiel zweier Lautsprecher der Marke Visaton, wie so eine Lautsprecherbefestigung entsteht, nach dem Prinzip Versuch und Fehler. Bild 1 sieht man, von innen verschraubt sind die Schrauben knapp zu lang und dann piekst man sich auf der Außenseite. Ich kann mal gerade schauen, ob man mit dem Mauszeiger das vielleicht etwas vorführen kann. Also hier sieht man diese kleinen Pünktchen, das sind eben die Spitzen von den Schrauben, die da durch die Gehäusewand durchpieken. Das will man also nicht haben. Von außen verschraubt mit diesem Rahmen hier geht zwar, aber einerseits vertut man zu viel Material, andererseits wird es auf der Innenseite dann recht fitzelig mit der Befestigung, um die Schrauben eben dann auch zum sauberen und guten Halt zu kriegen. Das sind diese kleinen Konstrukte, die man dann hier braucht. Und im Endeffekt lief es dann auf diese Halterung hier raus. Das ließ sich also aus den bestehenden Teilen, die man übrig hat, gut konstruieren.
da hat man jetzt eine Halterung, die halt auch von außen verschraubbar ist und gut hält. Hier sieht man jetzt ein anderes Lautsprechermodell von der Firma Waveshare und da sieht man im linken Bild sehr schön, dass der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Theorie immer viel kleiner ausfällt. Nämlich die Angabe, dass diese Anschlüsse der Boxen seitlich rausgeführt werden, nicht nach hinten, die hat im Plan gefehlt. Deswegen musste ich dann nochmal umkonstruieren. Auch hier sind wir in so einem Zwischenentwurf mit einer Halterung, die von dem ersten Lautsprecherset inspiriert ist. Hat auch nicht so gut funktioniert. Dieses Lautsprechermodell bekommt man wirklich nur dann gut verbaut, wenn man in den Seitenwänden nochmal Aussparungen vorsieht und dann an der Seite so eine Art Aufsatz nochmal anbringt. Aber auch das ist jetzt konstruktiv gelöst. Übrigens nicht wundern, wenn ich da den Kopf zur Seite drehe. Mein zweiter Monitor, wo die Freigabe ist, der steht um 90 Grad verdreht. Also deswegen gucke ich da immer etwas zur Seite, wenn ich was mit dem Mauszeiger für euch zeigen muss. Ja, hier sieht man mal die Hörer. Links den allerersten Hörer, mit dem wir angefangen haben. Da gehe ich mal kurz mit dem Mauszeiger rein. So. Das ist einer mit einer eingebauten USB-Soundkarte, also wirklich an seinem Kabel in den USB-Steckerchen. Relativ günstig, ist eigentlich für Skype-Telefonie gedacht. Problem bei dem Modell ist, er hat einige schlechte Bewertungen auf Amazon und Co. kassiert, dass er nach einem halben Jahr intensiver Nutzung kaputt ginge. Der Hörer rechts davon, der ist ein bisschen massiver gebaut, schwerer, gibt ihn sogar mit einer Telefonspule für ältere Hörgeräte, aber der braucht wiederum eine separate USB-Soundkarte mit einem speziellen Anschluss, diesem TRS-Stecker, wie man ihn für Handys hat, wenn man noch Headset am Handy mit Stecker einkoppeln kann, statt über Bluetooth. Und die Soundkarten für USB mit dieser Buchse sind auch relativ schwer zu kriegen. Deswegen entsteht jetzt auch ein Hörer im Selbstbau. Das sieht man jetzt hier. Diese dynamische Hörkapsel, die man jetzt hier sieht, die sollte eigentlich auch in der Lage sein, an ältere Hörgeräte anzukoppeln. Das muss ich aber noch testen. Da brauche ich also mal einen Freiwilligen mit so einem passenden Hörgerät. Wenn man dieses Feature nicht braucht, dann kann man auch einen kleineren und günstigeren Lautsprecher verbauen. Das ist hier zu sehen, da gibt es diesen Adapterring dann dafür. Und mit Lautsprecher sieht es dann so aus, wie hier oben rechts im Eck zu sehen. Warum dieser Aufwand? Wir brauchen eben viele alternative Designs, wenn irgendwelche Bauteile nicht verfügbar sein sollten. Wir haben jetzt zwei verschiedene Hörerlieferanten. Einer davon bietet sogar optional diese Unterstützung für die Hörgeräte über die Telefonspule an. Wir haben jetzt zwei in Arbeit befindliche Selbstbauvarianten von dem Hörer. Wir haben vier verschiedene Lautsprechermodelle von vier verschiedenen Lieferanten. Ein fünftes ist in Arbeit, das zu unterstützen. Wir haben zwei verschiedene Verstärker von unterschiedlichen Herstellern für das Klingeln und für eine Freisprechfunktion. Ein dritter ist in Arbeit. Der zickt noch ein bisschen rum, was die Nebengeräusche, Störgeräusche angeht. Da koppelt irgendwas ein. Muss ich noch gucken, wie ich das besser abgeschirmt kriege. Klingeln lassen kann man das Gerät auch notfalls ohne extra Verstärker, nur über zwei Lautsprecher. Das ist dann halt nicht so laut und man hat keine Freisprechfunktion. Eine der noch offenen Baustellen beim Gehäusedesign, das sind die Kabeldurchführung durch die Rückwand und die notwendige Zugentlastung, damit ein Hängenbleiben am Kabel keine Stecker aus den innenliegenden Buchsen reißt. Herkömmliche Zugentlastungen, wie ihr sie jetzt oben rechts seht, die sind nur auf maximale Wandstärken von so max 3 mm vielleicht ausgelegt, meistens sogar noch weniger. Und unser Sprachholz hat halt blöderweise 4. Und im nächstgrößeren Gehäusedurchführung, die man so kriegt, die sind dann gleich mehrere Zentimeter stark. Das sieht man hier jetzt rechts unten. Das ist also ein Einsatz, den man da dann einklemmen kann, um dann 4 Kabel durchzuführen. Aber ist halt mehrere Zentimeter dick. Das bekomme ich auch nicht so einfach verbaut. Das wackelt halt bei einer 4 mm Wand dann viel zu sehr. Und die Wand künstlich aufschichten mit mehreren Schichten ist halt auch etwas, was Material frisst, was ich verschrauben muss, etc. Ich hatte daher die Idee, mehrere Holzdübel als Zugentlastung zu verwenden und durch diese das Kabel so S-förmig durchzufädeln, wie man das hier unten rechts sieht. Das ist ein Prototyp übrigens, ich greife für die Prototypen immer ganz gerne auf Wellpappe zurück, ist schneller und einfacher zu bearbeiten wie das Sperrholz, hat aber eine ähnliche Dicke, ähnliche Steifigkeit, das ist also recht geschickt fürs Prototyping. Knackpunkt bei den Holzdübeln ist, dass die so eine raue Oberfläche haben und ich da ein bisschen Bammel habe, dass man das Kabel mit der Zeit durchscheuert. Deswegen habe ich die Idee gehabt, PVC-Schlauch drum zu stecken. Und so sieht das jetzt halt ja auch mal im Prototyp aus. Diese PVC-Schläuche, die kriegt man tatsächlich im Baumarkt oder im Aquariengeschäft in verschiedenen Stärken. Ich habe jetzt hier die Dübel mit 6 mm, den Schlauch auch mit 6 mm, das passt relativ gut.
Eine Lösung für die eigentliche Durchführung durch die Rückwand, die wäre zwei PVC-Schläuche mit unterschiedlichem Durchmesser der Länge nach durchzuschlitzen und übereinander zu schieben mit um 180 Grad verdrehter Schlitzlage. Den Schlauch dann genau so lang zu machen, wie die Strecke vom Steckerende zur Gehäusewand ist. Das heißt, da kann sich dann auch nicht so einfach verschieben. Und vielleicht diese Schläuche dann auch noch miteinander zu verkleben, sobald das Kabel drin ist. Ja, ihr seht, hier ist noch Baustelle, hier ist noch Hirnschmalz gefragt. Genauso wie beim Design des CPU-Kühlers. Es gibt so fertige CPU-Kühler für den Pi 4. Sieht man jetzt hier oben rechts. Aber ich fürchte, die werden nicht so viel Wärme wegschaffen können. Ein Hersteller hat ein deutlich größeres und massiveres Modell statt diesen üblichen 3-4 kleinen Würfelchen im Angebot. Das müsste ich also noch testen. Aber es hat auch nur ein Hersteller, der das Ding hat. Und ich möchte eigentlich mehrere Hersteller als Alternative haben, wenn einer nicht liefern kann. Deswegen plane ich auch hier wieder eine Eigenkonstruktion aus Kupfer statt aus Aluminium. Kupfer ist zwar teurer als Alu, aber leitet die Wärme auch deutlich besser und lässt sich ebenfalls mit der Laubsäge bearbeiten, wie das Sparholz. Und man kann es natürlich auch nachträglich noch biegen. Alu ist spröde, das bricht, wenn ich es biegen versuche. Nachteil wiederum beim Kupfermodell, Kupfer leitet Wärme zwar besser als Alu, aber Alu gibt sie besser an die Umgebung ab. Vielleicht muss man also eine Lösung finden, die beides kombiniert. Es gibt so Wärmeleitklebeband, was man eigentlich nimmt, um diese Kühlkörper aufzukleben. Man sieht es auch in dem Bild rechts oben. Das ist so ein kleiner dunkler Strich hier hinten an dem Kühlkörper. Das ist also ein Wärmeleitpad, ein klebendes. Und die gibt es in einer Variante, die nicht elektrisch leitend ist. Das heißt, die würde mir hier keine unfreiwillige Batterie bauen, wenn ich Alu und Kupfer aufeinander klebe. Ja, dann hatte ich als weiteren wichtigen Punkt ja die Verwendung offener und verbreiteter Standards und offener Protokolle genannt. Was heißt das? Das heißt, man ist nicht auf eine spezielle App oder einen bestimmten Endgerätetyp festgelegt. Linux als Betriebssystem vereinfacht mir hier die Pflege und die Updates. Und ein videofähiger SIP-Client, vermutlich Bearzip oder Linfone, macht die Telefonie halt auch von einem Anbieter unabhängig. Und für die VPN-Verbindung wird man vermutlich auf OpenVPN WireGuard setzen. WireGuard sollte sich mittlerweile auch installieren lassen auf dem Pi. Die letzten Versuche, die ich so hatte, war das aktuelle Debian noch nicht raus. Deswegen lief da nur OpenVPN und das auch nur aus den Backports. Ja, Tor als VPN-Lösung klingt jetzt erstmal irritierend, weiß ich. Ungewöhnlich. Aber es gibt Mittel und Wege, die Latenz im Tornetz zu senken, sodass es für Videotelefonie reichen könnte. Falls das nicht klappt, wäre Tor zumindest für die Fernwartung hilfreich, wenn man keine Port-Forwardings im Router konfigurieren muss. Aber nochmal ganz grundsätzlich, wer will, kann auch von seinem Android-Handy oder von seinem iPhone ein Granophone anrufen. Er muss sich halt einfach entsprechend einfuchsen, wie er dort das VPN eingerichtet bekommt und wie er einen videofähigen SIP-Client installiert. Ja, Community was? Das ist der Punkt, der wirklich schmerzt. Seit April 2022 gibt es die Granophone Mailingliste. Sie hat bis heute nur 14 Subscriber. Seit Oktober 2022 bin ich mit dem Account @Granophone auf Twitter. Ich habe jetzt 94 Follower. Für Mastodon und mehr fehlt mir leider die Zeit. Und seit Dezember 2022 habe ich einen GoFundMe-Account. Da sind mittlerweile von den geschätzt benötigten 5.000 Euro 1.025 Euro eingetroffen. Das hat auch noch deutlich Luft nach oben. Ja, und ich höre halt immer wieder, dass das Granophone eine tolle Sache sei, aber mitmachen im Sinne von selbst Hand anlegen, das wird irgendwie so gut wie keiner. Und auch die Bereitschaft, sich finanziell zu beteiligen, hält sich in Grenzen, wie man sieht. Als Fertigprodukt zum Kaufen, da würden es die Leute wollen, aber natürlich nur billig. Das Problem ist also wieder mal die Konsumgesellschaft. Zuletzt war ich mit dem Granophone auf der größten Maker Fair Deutschlands in Hannover. Da sollte man ja erwarten, dass man da auf Maker trifft. Ja, tut man auch. Aber die haben halt alle eigenen Projekt genug zu tun und keine Kapazität mehr. Oder sie haben, weil sie Bastler sind und kein Projekt leiten, 12.000 unfertige Projekte auf dem Schreibtisch und das Granophone werden halt Projekt 12.001 und wird auch nicht fertig. Klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, ich weiß, und ist es auch. Aber wie heißt es so schön, Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung und können nur angenehm überrascht werden. Vielleicht liege ich ja mit meiner Einschätzung auch falsch und einer von euch möchte in irgendeiner Form mithelfen.
vor allem für das Drumherum, also Wiki, Social Media Geschichten etc. Da wäre es toll, jemanden zu haben, der mitmacht, der zum Beispiel meine ganzen gesammelten Bilder durchgeht und mal schaut, was ich dafür für die Veröffentlichung auf Twitter oder im Wiki eignen würde. Weil ich knipse natürlich immer mit, wenn ich irgendwas Neues teste, aber ich habe einfach die Zeit nicht, das alles online zu stellen. Und natürlich sind auch Spenden gern gesehen, auch der Spendenlink kommt nachher nochmal auf der Abschlussfolie, also auch da keine Hektik, ihr müsst jetzt nicht hektisch das Handy zücken. Ein schönes Erlebnis auf dieser Maker Faire war allerdings, dass Evan Upton, der geistige Vater des Raspberry Pis, an meinem Stand vorbeigeschaut hat und das Projekt gelobt hat. Er hätte in seiner Verwandtschaft, hat er gemeint, Selbstbedarf für so ein Gerät, speziell für das Modell mit der Kuppelspule für die Hörgeräte. Leider hat sich im Nachgang da nichts mehr weiteres getan. Ich warte bis heute auf eine Rückmeldung von ihm, ob man das Gönnerphone vielleicht mal im Raspberry Pi Blog featuren könnte. Ein anderer Maker Faire Besucher, nur englischsprachig üblicherweise, obwohl er in Berlin lebt, der hat mir empfohlen, das Projekt online bei Hackaday vorzustellen. Ja, und damit hatte ich dann nun gleich zwei Anlässe, doch mal eine englischsprachige Zusammenfassung zu schreiben. Die habe ich dann gebracht und Hackaday hat tatsächlich ein kleines Feature über das Gönnerphone gebracht, als die englischsprachige Seite fertig war. Spenden kamen darüber zwar bis heute auch nicht zustande, aber es ergab sich in den Kommentaren unter diesem Hackaday-Artikel eine sehr fruchtbare und interessante Diskussion, vor allem mit einem indirekt Betroffenen, der hat einen Demenzpatienten in der Familie. Und unser Hörer mit der Hörgerätekoppelspule, wie man hier jetzt links im Bild nochmal sieht, da ist mein Auszeiger, so, der ist einem älteren amerikanischen Telefonhörer nachempfunden, so 60er, 70er Jahre. Und der Anbieter dieses Hörers, der bietet auch ein komplettes Telefon in diesem Stil an, das sieht man jetzt hier in der Mitte. Und siehe da, auf Thingiverse findet sich ein sehr ähnliches Modell dann als 3D-Druckmodell. Wenn es also wirklich so kommt, wie von diesem Betroffenen beschrieben, dass selbst das Gönnerphone zu abstrakt und neu für den Demenzpatienten wirkt, dann könnte man das Gehäuse dann dieses Thingiverse-Modells auch noch mehr wie ein altes Telefon aussehen lassen. Da muss man natürlich noch einiges an Anpassungsarbeit reinstecken, die Gabel beweglich machen, das ist ja eigentlich nur ein statischer Block, das Ding. Also man muss das ganze Innenleben dafür schaffen. Man muss eine neue Kamerahalterung konstruieren, muss schauen, wie dann die wieder abgedeckt wird, wenn der Hörer aufgelegt wird, etc. Und man braucht natürlich einen 3D-Drucker oder einen 3D-Druck-Service, den man dafür buchen kann. Aber gehen würde auch das. Ja, und letztes Jahr um diese Jahreszeit, da begann der Test-Test-Contest 2022, ehemals Berblinger-Wettbewerb der Stadt Ulm. Das gipfelte dann in einer Live-Veranstaltung Ende November 2022 und im Nachhinein muss ich leider sagen, außer Spesen nichts gewesen. Massiv Zeit verbrannt, die ich besser in die Entwicklung gesteckt hätte. Nur ein lustiges Pitch-Video ist dabei rausgefallen. Das war eigentlich das, wo man ein bisschen Spaß dabei hatten. Alles andere war bloß Stress und Zeit verbrennen, muss man ehrlich sagen. Knackpunkt bei diesem Event war, den Publikumspreis, den gewinnt nicht die beste Idee, sondern derjenige, der die meisten Connections hat. Also über Sportverein und sonstige Gruppenmitgliedschaften einfach den größten Freundeskreis, Bekanntenkreis aktivieren kann, um ein paar SMS für ihn zu stimmen. Das ist quasi Deutschland sucht den Superstar, nur für verrückte Erfinder. Zum Glück hatte ich wenigstens bereits das Gebrauchsmuster angemeldet, sonst wäre das durch die Teilnahme nämlich ebenfalls nicht mehr möglich gewesen. Deswegen scheue ich mich auch gerade, die Softwarekomponente des Gönnerphones beim Prototype-Fund anzumelden. Auch das sieht nämlich wieder nach viel Aufwand bei nur geringen Gewinnchancen aus. Außerdem bräuchten wir das Funding gut so 3-4 Monate früher, als es durch den Prototype-Fund ausbezahlt wird, wenn wir das überhaupt kriegen würden. Und man muss auch noch zumindest einen Präsenztermin nach Berlin. Das heißt auch wieder massiver Zeitaufwand, Fahrtkosten, Hotelkosten, Infektionsrisiko. Irgendwann nächste Woche muss ich mich da entscheiden. Deadline ist zwar erst der 30. September, aber da sind wir beim Linux Day AT in Dornbirn. Sowohl mit dem Gönnerphone als auch mit dem anderen Projekt von mir, mit X2Go. Und entsprechend werde ich in der Woche davor keine Zeit für Prototype von Papierkram haben. Das muss also entweder nächste Woche passieren oder es passiert gar nicht mehr. Ja, jetzt habe ich etwas mehr Gas gegeben als erwartet. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kurzer Hinweis auf die nächsten anstehenden Termine. Am Samstag, den 30. September, sind wir, wie gerade schon erwähnt, mit dem X2Go-Projekt beim Linux Day AT in Dornbirn, Österreich. 4 Ländereck am Bodensee unten. Das Gönnerphone wird dort keinen eigenen Stand haben. Ihr findet es also auch nicht irgendwo in der Vorschau. Es wird
quasi als Untermieter am X2Go-Stand zu finden sein. Das hat schon beim Linux-Infotag in Augsburg gut funktioniert und das machen wir jetzt einfach wieder so. Die Veranstalter haben gesagt, das ist okay. Deswegen Grenophon als Untermieter vom X2Go-Stand. Und vom 10. bis 12. November findet die Online-Veranstaltung Tux-Tage statt. Ich glaube, die hosten sogar jetzt gerade diesen Videostream. Dort endet der Anmeldeschluss, genau wie beim Prototype-Fund, erst am 30. September. Wir sind noch nicht angemeldet, haben es aber, anders als beim Prototype-Fund, definitiv vor. So, ja, damit sind wir am Ende des Vortrags, zumindest am Ende der Vortrags-Slides angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in das Seniorenvideotelefon vermitteln und vor allem einen Überblick über die Schwierigkeiten, die man dabei so hat. Ich bedanke mich für das Interesse. Stehe aber jetzt für Fragen bereit und kann auch noch den einen oder anderen Prototyp in die Kamera halten, um Dinge im Detail zu zeigen. So, Frage an die Regie. Haben wir irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Genau, jetzt höre ich dich. Gut, dann machen wir das nämlich so. Dann machen wir jetzt einfach noch ein bisschen Live-Demo. Ich nehme die Slides so lange mal wieder raus, dass man die Kamera groß sieht. Oder macht ihr das im Stream als Umschalter? Ich meine, ich kann auch einfach hier das Sharing ausschalten. Dann müsste die Kamera ja eh das groß. Okay. Dann sagst du mir einfach Bescheid, wenn mein Bild groß ist, dass ich weiß, wann ich anfangen darf zu erzählen. Und ich fade so lange mal den ersten Prototyp aus. Genau. Wunderbar. Also einmal Grenophon von vorn und von hinten. Und hier hinten drin sieht man jetzt schon relativ gut, wie diese Verschraubungen alle funktionieren, um die Platine in Position zu halten. Was jetzt noch fehlt, ist der Steg, der über die ganze Breite laufen wird, wo die Kabelhalterungen dran sind. Und hier sieht man jetzt auch diese seitlichen Ausleger, die ich anschrauben musste, um diese großen Waveshare-Lautsprecher zu befestigen. Die halte ich jetzt auch gleich mal nochmal ins Bild. Moment, da muss ich etwas umgreifen, weil die sind halt schon angekabelt. Das ist jetzt Vor- und Nachteil bei den Dingern. Vorteil ist, diese Waveshare-Lösung ist halt wirklich komplett ohne Löten und ohne Krimpen zu machen. Die meisten anderen Sachen, die wir haben, braucht man zumindest eine Krimpzange dafür. Hier ist alles bloß Steckverbindung, Schraubverbindung. Aber sie sind halt etwas breiter, als man erwartet. Und deswegen ist der Trick hier, die etwas überstehen zu lassen. Hat also nur so eine ganz kleine Haltenase hier an der Seite. Und diesen Überstand muss ich natürlich an der Seite vom Grenophon dann wieder abdecken, dass das Teil da sauber positioniert ist und nicht das Wackeln anfängt. Also dieser Träger, der bei den anderen Modellen fehlt. Ich kann auch nochmal zeigen, wie das mit der Kameraabdeckung funktioniert. Kabelumschalter hier. Kamera hier, ich lege den Hörer auf, Kamera ist abgedeckt. So, dann stellen wir das Modell mal kurz beiseite. Nein, vielleicht. So, dann haben wir hier die andere Rückwand mit den Visaton-Lautsprechern. Und da sieht man jetzt halt, die haben so Steckverbindungen dran, wo man die Stecker aufkrimpen muss. Und das ist so ziemlich das teuerste an dem Werkzeug, was man dann braucht, nämlich die Krimpzange. Das hier ist eine alternative Bodenplatte. Das sind also zwei Lautsprecher im Boden eingelassen, seitlich. Das Standardmodell hat sie eigentlich hier unten direkt drunter, wenn man keinen Verstärker hat. Hier, das sind die beiden Lautsprecher, die dann seitlich montiert wurden. Für den Verstärker, der mir gerade noch ein bisschen zicken macht, was die Störgeräusche angeht. Dann kann ich noch das Modell in die Kamera halten. Das ist jetzt innen noch nicht so sauber aufgeräumt. Da fehlen noch die ganzen Halterungen. Dafür sieht man hier mal den Ausschnitt. Moment, so. Da sieht man jetzt also hier einen Ausschnitt. Wenn man
mit einem Micro-HDMI-Adapter auf HDMI geht und ein HDMI-Kabel nach draußen führen will, um das Grenophon zum Beispiel an den Fernseher anzuschließen, weil Oma nicht mehr so gut sieht und der kleine Bildschirm dafür nicht wirklich taugt. Hier auch nochmal der etwas massivere Hörer, im also 60er, 70er Jahre Design. So, haben wir den auch. Dann haben wir hier nochmal den Wellpappe-Prototyp mit den Holzdübeln, wo man dann hier so durchfädelt und dadurch eine Zugentlastung kriegt. Wenn ich halt ziehe, spannt sich das und reibt dann an diesen Gummischläuchchen. Dann haben wir hier die Variante mit den zwei Schläuchen ineinander. Weil das Problem ist halt, sowas wie Schrumpfschlauch oder so kann ich nicht nehmen. Weil die Durchmesser, die ich hier brauche, um den Stecker durchzukriegen, so eng kann ich das hinterher nicht schrumpfen, dass es dann wirklich anliegen würde. Und deswegen ist die Idee zu sagen, ich mache einen kleineren Schlauch, den ich komplett aufgeschlitzt habe, da drüber. Ist etwas fummelig, aber geht. Zack, jetzt sitzt der. Und jetzt nehme ich den größeren Schlauch und schaue einfach, dass der Schlitz, den ich da drin habe, um 180 Grad verdreht zu dem Schlitz ist von dem kleineren Schlauch. Klemmt das übereinander. Mach vielleicht noch einen PVC-Kleber dazwischen, dass die Dinger dann auch fest aufeinander bleiben. Dann hätte ich hier meine Gehäusewand, wo jetzt meine Finger sind. Und dadurch wäre der Stecker halt auch in Position. Wenn einer dran zieht, läuft er quasi gegen den Gummischlauch, hat ein bisschen Spiel, ein bisschen Federung durch die Elastizität von dem PVC, aber kann den Stecker halt nicht ganz rausziehen. Und dann kann ich auch nochmal die Selbstverhörer-Variante im Detail zeigen. Das ist jetzt nicht der aktuelle Prototyp. Habe ich schon mal ein bisschen weiter konstruiert. Sondern noch der Vorgänger. Wie er zuletzt aus dem Lasercutter gelaufen ist. Das wird also noch etwas einfacher zu konstruieren, denke ich. Man sieht auch hier wieder den Schichtaufbau wie beim Grenophon selbst. Hier jetzt noch zwei Teile. Ich meine, das habe ich mittlerweile so gelöst, dass man die zwei Teile nicht mehr zusammenpuzzeln muss, sondern dass ein Teil ist wie bei der nächsten Schicht. Und ich habe eben jetzt hier die Möglichkeit, ich muss gerade diese Einsätze wieder auseinanderpuzzeln, dass man die nachher auch zeigen kann. Ich habe jetzt halt hier diese Möglichkeit, die große dynamische Hörkapsel einzusetzen. Noch eins weiter. So. Die sieht so aus, kommt dann hier drauf, wird dann von diesen Rähmchen da gehalten. Oder ich brauche keine dynamische Hörkapsel, weil meine Omi kein Hörgerät braucht. Dann kann ich diese Teile, die ich jetzt hier als Einsatz vorbereitet habe, einfach gar nicht erst auslasern oder aussägen, sondern ich lasse das so klein, wie es ist. Ja. Ah, das hat jetzt natürlich sein müssen, dass man das Teil gerade aus der Hand flutscht. Schauen wir mal, ob ich es wieder finde oder ob ich es plattform im Rollenfahrwerk hier. Wo bist du? Nein. Das hat jetzt natürlich sein müssen. So. Da haben wir also den kleinen Lautsprecher. Und den kann ich dann hier, dieses kleine Achteck einfädeln. Und habe damit meinen Hörer. Höhere Abdeckung dann auch wieder hier mit so einer kleinen Lochblende. Und so kann ich mir im Worst Case auch einen Hörer komplett selbst bauen. So, wie sieht es denn aus? Haben wir mittlerweile noch irgendwelche Fragen gekriegt? Okay, ich könnte hier noch kurz zeigen, wie die Bauteile eben aussehen für die Innenbefestigung. Das ist also der nächste Montageschritt, der mir noch blüht. Ich habe einfach mal einen kompletten Satz gelasert. Also das Teil ist jetzt zum Beispiel schon in dem einen Grenophon verbaut. Das ist Teil von der Halterung für den Pi 4.
Aber hier haben wir jetzt ein paar kleinere Teilchen, die kann ich gerade noch mal da passend positionieren und ins Bild halten. Ups, kommt's her. Ich muss gerade was gucken, dass ich die richtigen erwische. Das müsste wahrscheinlich dann da drauf irgendwo. Muss jetzt noch mal schauen, wie ich es genau konstruiert habe. Die würden eben hier hinten jetzt so aufgetürmt, wo jetzt mein Daumen und Zeigefinger so Pi mal Daumen sind. Und dann käme so eine Platte als Träger drüber. Und da dazwischen muss ich dann irgendwie diese Kabel eingequetscht kriegen oder eben auch diese Holzdübel fixiert bekommen. Die würden wahrscheinlich in diesen Streifen hier vorne eingelassen werden. Das heißt, die unterste Platte bleibt natürlich dicht und die drei Schichten drüber bekommen diese 6 mm Aussparung, um diese Dübel einzusetzen. Ja, und dann muss ich halt schauen, passt das mit der Dübelhöhe bis ganz oben oder muss ich vielleicht auch die Dübel nochmal halb durchsägen, dass es von der Höhe passt. Aber irgendwie, denke ich, kriegen wir das schon hin. Und wenn nicht, dann ist es halt so dieser Thomas Alva Edison Ansatz. Ich kenne jetzt so und so viele Methoden, wie man das Ding nicht konstruiert. Irgendwann ist die dabei, wie man es konstruiert. Ja, dann sind wir jetzt aber wirklich durch. Dann würde ich sagen, sei so gut, schalt nochmal kurz das Slide mit den QR-Codes nach oben, dass wir das noch eine Minute oder so stehen lassen können. Und dann schauen wir, ob noch irgendwer sich meldet oder ob sie alle im Fresskoma von der Mittagspause versunken sind. Super. Das heißt, mein Mikro ist jetzt gerade auch off. Ah, okay. Ja, schade. Aber wenigstens haben wir ein paar Zuschauer gewonnen. Also. Für die Zuschauer im Stream nochmal die Erinnerung, es gibt die Aufzeichnung nachher. Ich werde das auch im im Genophon-Wiki natürlich verlinken. Die Slides werde ich nachher auch gleich noch einstellen als PDF. Ihr könnt es also alles in Ruhe nochmal nachlesen. Und wenn mir dann jemand noch ein paar Euro ins Kessel werfen will, würde es mich sehr freuen. Weil ein Genophon hat halt momentan, dadurch, dass die Pies noch so teuer sind und so schwer zu kriegen sind, Baukosten von so 200 bis 250 Euro. Und ich würde gerne noch mindestens zwei neue Prototypen bauen, dass ich nicht immer die beiden, die ich habe, komplett zerlegen muss, um die nächste Generation testen zu können. Ich hätte jetzt gerne mal ein paar, was halt auf einem Stand X eingefroren ist und soweit funktioniert, dass man dort schon mal anfangen kann, die Software zu testen. Und ich mit einem weiteren Pärchen halt die Entwicklung testen kann. Und ich muss ja immer zwei Stück haben, weil wir die zwei unterschiedlichen höheren Designs haben. Das heißt, auch die höhere Auflage oben ja anders aussehen muss. Und da kann sich immer was um ein paar Millimeterchen verschieben. Deswegen muss man immer beide testen, wenn man einen neuen Entwurf macht. Ja, und wie gesagt, 52 Euro pro Stück gerade, Pi mal Daumen. Wäre schön, wenn wir da nochmal zwei Stück zusammenkriegen würden. Und aus der Regie kam vorher noch die Anmerkung, dass das ja sehr filigran sei, die Teile, und das interessant sei, wie das so alles dann doch zusammenpasst. So filigran ist das halt gar nicht mal. Ich habe immer darauf geschaut, dass es anfängertauglich bleibt, weil ich selber halt auch nicht wirklich viel Erfahrung mit der Laubsäge habe. Und deswegen sind es halt Bauteilabstände beim Sägen auf den Platt immer mit so mindestens 5 mm. Vielleicht mal 4, aber meistens 5 mm angegeben, dass man auch mal ein Stückchen daneben sägen kann, ohne sich das ganze Bauteil zu ruinieren. Die man halt schaut, dass man möglichst in dem Bereich sägt, der nachher eh Ausschuss ist. Und das, was zu viel ist, abzuschleifen mit der Feile, ist halt deutlich einfacher, wie nachher wieder was anklatschen zu müssen mit Spachtelmasse oder so.
Okay, wir haben wohl alle erschlagen. Keine Fragen in den verschiedenen Streams. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und man sieht sich vielleicht in 2 Wochen live in Dornbirn. Tschüss!